Komm wieder, wenn du die Biker-Gang-Mission abgeschlossen hast. Ah, ja, okay, gut, dann machen wir jetzt die Biker-Gang-Missionen. Und dann hat Larfis noch eine Mission für uns und die ist richtig geil. Aber dann werden wir jetzt speichern, nämlich bei unserer Pennerbar, bei unserer Pennerbude. Und dann von der Pennerbude, das ja gleich nebenan sind, die Biker-Missionen, werden wir dann gleich die Biker-Missionen machen. Ups. So. Speichert und jetzt. Ja, haben es geschafft. So. Nun müssen wir für Mitch Baker, der hält uns wohl für einen Vollpfosten und der besteht darauf, dass wir ein Rennen fahren. Das habe ich zwar falsch gemacht, aber vielleicht gewinnen wir trotzdem. Es gibt hier einen Trick. Ach, weiß was, ich breche jetzt ab. Ich möchte euch den Trick nämlich zeigen. Psychokiller, ja. So, genau. Gehen wir wieder hier runter, schnappen uns Nachschub. Ich muss mir dann nachher noch die MP5 kaufen, das darf ich nicht vergessen, damit wir ein bisschen bessere Waffen haben. So, genau, nochmal. Der Mitch Baker, der Chef der Biker Gang, der will, dass wir hier Rennen fahren. Und da gibt es einen ganz einfachen Trick. Und zwar, also ich glaube, das Rennen ist nicht unbedingt schwer, weil die bauen ziemlich scheiße. Aber man fährt hier einfach und rempelt die, ja. Man rempelt sie, also eigentlich das Ziel ist, man rempelt sie kurz an beim Vorbeifahren und dann hat man einen hübschen Vorsprung. Das geht dann übrigens auch bei den Autorennen, die wir später noch fahren müssen. Für Sunshine Autos geht das übrigens auch, dieser Trick. Und so. Jetzt haben wir nämlich einen hübschen Vorsprung. Und es ist nicht so gefährlich, weil es kann sein, dass die einem umfahren und so, und jetzt haben wir uns die mal so quasi vom Hals. Ach toll, das hätte natürlich nicht passieren sollen. Jetzt ist der Vorsprung gleich wieder im Eimer. Wir versuchen es trotzdem nochmal. Okay, der erste ist schon weg vom Fenster, der zweite auch. Oh, das ist so tranig, dieses Bike. Ja, okay, wir sind wieder Erster. Es ist wirklich so, die machen, jetzt hängt er wieder, weil das Stadium ist. Einfach nicht abstürzen, Junge. Ja. Ich hab gesehen, da hinten kommt was. Na super. Ganz toll. Ja, aber das kann es doch nicht sein, mit so einem schweren Motorrad, also mit der PCJ wäre das jetzt kein Problem gewesen. Ja, komm, steig auf. Ja, natürlich sind wir jetzt wieder Zweiter. Ah, nein. Oh nein, der Fahrer wurde angegriffen. Ach, Kacke. Oh, das ist ein Elend. Also eben, das geht nicht so wie bei den Rennen, kann man ja die anderen Fahrer töten und dann das Rennen quasi alleine machen. Aber das geht hier nicht. Ich würde es am liebsten mit einer PCJ fahren, aber naja, machen wir es zum dritten Mal. So, oh, jetzt wollte ich gar nicht schießen. So. Nein, 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 nein. Oh je. Also eben, ihr habt gesehen, der Trick wäre eigentlich an und für sich gut. Nur man sollte ein bisschen konzentriert das machen und nicht so wie ich.
Ich bin immer noch zu verspielt, weil die letzten Missionen waren alle relativ einfach. Und da war ich ein bisschen zu verspielt, aber... Wieder das Stadion. Mann. Ja, ich glaube, langsam habe ich es drauf, reinzufahren. Aber also, ich werde nie, also das Bike und dieses Bike und ich werden nie Freunde. Das könnt ihr euch, das könnt ihr vergessen. So, und jetzt mit ein bisschen Glück schaffen wir es. So, da vorne ist nämlich das Ziel und boah, geschafft. Gut, nächste Mission. Aber für die nächste Mission brauchen wir den Panzer. Warum, werdet ihr gleich sehen. Das heißt, ich gehe jetzt mal noch schnell speichern. So. Wollen wir dann ein anständiges Bike? Düse schnell zu meinem Panzer, den hole ich mir nämlich für die nächste Mission. Weil ich finde, es geht einfach einfacher mit dem Panzer. So. Was habe ich denn da alles für Motorräder drin? Oh, die gehen jetzt alle gleich kaputt, aber werden wieder repariert. Beziehungsweise... nein. Wie ist auf Stil, ja. Ganze nochmal. Diesmal werde ich die Motorräder so parken, dass nicht gleich die ganze Nachbarschaft in die Luft geht. So. So, Panzer. Und jetzt ist es nicht schlecht, wenn wir schon eine gewisse Anzahl von Sternen haben. Und zwar könnt ihr bitte mal auf die Seite gehen, danke. In dieser Mission kommt nämlich die Rache an der Bullerei dafür, dass wir 15 Jahre im Gefängnis waren und